Da wären wir auch jetzt online mit Minecraft Tiny Hexe 3. Schaut gerne auf meinem anderen Kanal vorbei. In der Beschreibung ist er verlinkt, und zwar Ickitz heißt der. Da kommen auch regelmäßig Folgen von diesem und anderen Projekten. Ist auf jeden Fall mehr einen Blick wert, als hier auf dem Kanal das zu gucken, wenn ihr das jetzt gerade auf YouTube seht. Und ja, in dem Sinne würde ich anfangen. Ich hoffe, dass ich heute mal zwei Streams schaffe wieder. In dem Fall würde ich in beiden Fällen Hexet spielen, weil es einfach gerade gut passt. Und dann hätte ich endlich mal ein bisschen mehr vorproduziert, nicht nur für eine Woche gefühlt. Oder 2 Wochen in dem Fall, weil das ja jetzt seltener kommt. Ja, jedenfalls, ich bin immer noch froh, dass ich es hingekriegt habe, das Inventar größer darzustellen. Das war echt eine Errungenschaft, finde ich. Weil das viel wert ist, ne? So, ja. Das passt auf jeden Fall. Und da kann ich auch die Blöcke mal viel besser als sonst erkennen. Weil, keine Ahnung, ist halt alles wesentlich größer hier im Vollbild fast. Natürlich ist es nur maximiert, ne? Ist ja auch nochmal ein Unterschied zu Vollbild, richtig. Aber auf jeden Fall ist es für, ja, nicht ein großer Unterschied. So, mir fällt jetzt keine andere Bezeichnung ein. Ich will jetzt ja auch nicht ewig überlegen, sondern ich muss mir Gedanken machen, was ich tun will. Was war denn das nächste, was hier ansteht? Soll ich da hoch und was aufbauen? Irgendwie war ich, glaube ich, wieder an einem Punkt, wo ich das nicht weiß. Ne? Ich hatte nur noch so ein bisschen im Kopf, dass ich mal da hinten was bauen sollte. Ja, also kann man ruhig machen. Aber hier, das muss ich ja dann später auch noch alles ordentlich hinkriegen. Und woraus wollte ich eigentlich den Boden bauen? Hatte ich vor, da Lapis zu verwenden? Ich kann gleich mal gucken, ob ich noch welches hätte. Jedenfalls, das Zeug geht mir schon wieder viel zu schnell aus. Also eventuell könnte ich sogar Lapis-Blöcke nehmen, ne? Das wäre lustig. Was haben wir hier? Ja, das wird nicht reichen, ne? Ich nehme mal ein bisschen was. Das kommt weg. Hab ich Sand? Ah ja, hier. Und Gravel. Da habe ich ja kaum was, Alter. Na toll. Und ich dachte, ich kann hier ein bisschen was bauen. Ich guck mal. Immerhin 24. Aber ja, ich hole mir erstmal neues Zeug. Ich tue mal den Kies damit rein. Ist ja auch so was Ähnliches wie Sand. So, ich guck mal in den Chat. Am Anfang des Streams muss ich da immer ein bisschen mehr drauf achten eigentlich, weil da die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass jemand durch die Benachrichtigung das sieht. Wie bei Erwi, da ist es ja oft so. Okay, hier das rein noch, das kann auch weg. So. Wo wollte ich das Holz hier rein tun? Genau, okay. Oh. Wo waren die ganzen Sorten? Ah, hier. So. Schaufel wollte ich machen. Ah, hier ist ja sogar noch einigermaßen viel.
So, das Marble nehme ich auch mal mit. Das kriegt man auch nicht überall. Habe ich ja neulich erst hier gebraucht. Und dann werde ich auch mal das Eisen noch einpacken. Hä? Oh, ich dachte, ich kann schon wieder nicht mehr mitnehmen. Ich habe doch eigentlich jetzt schon ein bisschen länger daran gesessen, mein Inventar zu lernen. Da haben wir noch einiges hier in alle Richtungen eigentlich verteilt. Das ist nicht schlecht. So, ich hoffe, man hört übrigens wieder nicht die Tastatur zu laut. Ich habe das Gefühl, dass das in letzter Zeit ein bisschen mehr geworden ist. Und ich weiß nicht, es gibt ja Leute, die... Stört das nicht, die finden das sogar gut. Aber mich stört das absolut, keine Ahnung. Ich kann das nicht haben, wenn die ganze Zeit ich dadurch fast übertönt werde, gefühlt, wenn ich das Video schneide. Ne? Das ist schon ein bisschen übertrieben. Naja, was willst du machen? So. Das noch mitnehmen. Ja, ne, bauen wir das jetzt hier mit ab. Geht ja nicht anders. Was ich aber auf jeden Fall nicht mache, ist noch eine andere Sorte hier mitzunehmen, an Marble oder ähnlichem. Nur es schadet sicherlich nicht, auch abseits jetzt von Gravel noch Zeug mitzunehmen. Vor allem Kohle, stimmt. Da braucht man doch auch immer noch was, ne? Wie war denn das? Bevor ich dann später irgendwann anfange, Holzkohle durchzubraten. Das können wir ja nun nicht unbedingt gebrauchen. Zurück in die Steinzeit oder so. Und, ah ja, ich wollte auch endlich mal anfangen mit dem Tunnel. Fällt mir gerade ein. Okay, hier ist jetzt erstmal nicht so viel Besonderes noch. Ich weiß auch gar nicht, hat Inport hier nochmal gespielt? Der hat neulich irgendwas davon erzählt. Da muss ich mal nachgucken. Obwohl, ich glaube, der ist dann offline gegangen. Na, ich schieße mich mal hier kurz hoch. Oh. So. Sag mal, der wie eigentlich in Snow Village 4, ne, 5 mitgemacht? Ich glaube ja, ne? Ah, der hat nur sehr wenig getan. Ja, ich überlege nämlich, ob er hier auch mal mitmachen könnte. Aber da wäre er wahrscheinlich auch wieder nur kurz da. Marble. Vielleicht baue ich ja aus Marble diesen Durchschlag, aber eigentlich brauche ich ein Material, wo ich schnell an Zeug komme.
glaube, ich nehme Holz. Vielleicht in Kombination mit Marble. Also irgendwas Gechissetem dann wieder. Und... genau. Ich hatte doch auch noch... Bone Meal, oder? Ja, hier. Nehmen wir mal das mit. Vor allem Lapis brauche ich. Hier gibt es ja gar nicht das Rezeptbuch. Das ist ja auch wieder ärgerlich. In anderen Modpacks geht das. Also obwohl es das hier gibt. Ich finde nämlich das Rezeptbuch entspannter, um ehrlich zu sein. Ja, was jetzt? Wo sind die ganzen Blöcke? Hier unten. Ich brauche doch auf jeden Fall Sand. Und dann, wo waren die Marble-Sachen? Hier. So, wo ist Flint? Da, okay. Dann sind wir schon mal ein bisschen was los jetzt im Inventar. Also, zack. Okay, Light Blue. Sehr schön. Nochmal geguckt, ob nichts auf Twitch gekommen ist. 64. Ja, es müsste jetzt ja mal reichen, ne? Kann er nicht angehen. Ah, unbedingt aufsammeln hier. Hab ich eher immer dabei. Ich freue mich schon, wenn ich wieder Holzklötze bauen kann aus diesem ganzen Zeug. Da habe ich eh auch Bock drauf. Ich glaube, also heute mache ich mal eine Doppelfolge hiervon. Ich muss auch sowieso mal ein bisschen dafür sorgen, dass ich nicht so viel Stress habe und ständig neu aufnehmen muss. Und dann könnte ich dasselbe in Holzklotz machen, dass ich da mal demnächst etwas mehr produziere. Ja doch, da hätte ich Bock drauf. Aber mal sehen, wie es genau dann abläuft. Naja, ich muss ja hier alles wieder zubauen darunter. Da braucht man ja noch einiges an Zeug. Schaffen wir nicht drüber, dann drunter durch. So, was wollte ich jetzt holen? Ey, ich hab's vergessen. Ach, Erde. Ich hasse das so sehr. So. Okay. Obwohl. Ich habe ja eine Workbench dabei. Da machen wir das hier. Wie viel werden wir davon noch brauchen? So viel? Vielleicht. Hiervon auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Jetzt muss ich das gleich eh nochmal alles da rausnehmen. Oh, es hat genau gereicht für die Umrandung. Alter. Wie gut. Okay. Ich zähle gleich mal die Blöcke hier, die noch fehlen. Ich will nicht zu viel Überschuss haben. Also 1,
Das sind 10, 19, 21, 22, 23, 24, 25, na toll. Ausgerechnet 25, na da mache ich nochmal 4 Farbe. So. Ah, okay. Da haben wir aber das wenigstens mal abgeschlossen. Die Frage ist, was kommt hier oben dann drauf? Da würde ich irgendwie auch gerne nochmal so eine Farbe verwenden. Vielleicht auch schwarz oder irgendwas anderes. Mal gucken. Obwohl da Marble gut geeignet wäre wieder. Der hier, ne? Aber Moment. Nehmen wir mal den Rest schon mit. Oh Mann, nein. Oh. So ein Müll. Dann hänge ich auch noch irgendwo fest. So, erstmal das da rein. Naja. Immer mal im Chat gucken. Okay, wir sind schon mal 18 Minuten. Dann. Was nehmen wir da drüben für Holz? Vielleicht das? Wovon habe ich genug? Also, Dark Oak schon einigermaßen. Das weiß ich halt nicht, ob das so schön ist. Und Dark Oak könnte sich gut abwechseln mit Marble. Ich will so eine Holz-Stein-Mischung schon haben, ist ganz gut. Ich will jetzt nicht unbedingt das mit Birkenholz zum Beispiel, das könnte man auch für einen Kontrast nutzen, aber lieber so mit Marble mal. Haben wir ja eh öfter. Und dann ist halt die Frage, wie ich jetzt überhaupt den Weg führe. Ist irgendwie blöd, dass hier genau die Mine schon sein muss. Also, das ist eigentlich der denkbar schlechteste Ort. Ich werde die dann wohl mal irgendwo abknicken lassen, ne? Dass man keinen Plan hier rausgeht oder so. Und das hier macht man zu. Wahrscheinlich, ne? Kann ich auch gleich schon mal machen. Machen wir es einfach wegen mir hier, wo eh schon dieses Ding da ist, was ich aber auch mal ausleuchten sollte. Da kriegt man wieder schön irgendwelche Erze, die ich nicht wollte. Aber egal. So, mit der Erde können wir gleich das andere wieder zumachen. Ja, ist hier genau am Bergesrand. Naja. Egal. Hauptsache, wir haben erstmal einen Zugang dahin. Kann jetzt hier irgendwas spawnen? Naja. Es geht.
Irgendwann müssen wir das eh hier mal besser ausbauen noch. Ich kann ja schon mal hier ein bisschen freigraben, dass man das besser sieht. Oh, was? Oh nein, was ist das denn? Oh. Na Hilfe. Da muss ich eigentlich gleich eine Folge aufnehmen. Dann würde ich das mal zeigen mit... Ja, muss ich eben in der Folge dann mal anfangen mit bauen in dem Tunnel, aber... Ich will jetzt ja auch nicht so lange überziehen, deswegen machen wir Schluss. Danke fürs Zusehen an der Stelle und bis später.